Hi zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Vorab, lasst euch nicht stören von meinen Mädels, die sitzen direkt hier und beschäftigen sich irgendwie. Deswegen werden ab und zu Kindergeräusche auftreten oder Gesang. So, und zwar geht es um das Thema Spontangeburt bzw. Einleitung. Und das ist eigentlich für mich ein sehr wichtiges Thema, wo ich auch gerne meine Erfahrungen mit euch teilen möchte. Ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal ganz vorne an. Ich habe ja beides erlebt und ich bin auch froh, dass ich beide Erfahrungen machen durfte. Sowohl eine Geburt mit einer Einleitung als auch meine zweite und dritte Geburt als normale, natürliche Spontangeburt. Und ich finde, dazwischen liegen wirklich sehr, sehr, sehr viele Welten. Also es ist nicht umsonst, dass die Frauen oder die meisten Frauen, die ich zumindest kenne, haben Angst davor, ist auch zu Recht. Vorab, mein Ziel ist es nicht, euch da draußen jetzt Angst zu machen für eine Einleitung oder was auch immer. Ich sage wirklich nur das, was ich selber erfahren habe und was ich auch von anderen Frauen gehört habe, wo wir wirklich einer Meinung waren. Und ja, also in den meisten Fällen ist eine Einleitung nicht notwendig. Es ist wirklich nur von den Ärzten vorgeschlagen, beziehungsweise es gibt auch natürlich Ärzte und Hebammen, die einem dann versuchen, das aufzuzwingen. Beispielsweise, wenn man eine Woche drüber ist, dann wird einem oft von Ärzten oder von Hebammen empfohlen, dass man doch dann eine Einleitung machen sollte, weil es ja nicht üblich ist, dass das Kind so lange im Mutterleib bleibt. Dann wird einem meistens auch Angst gemacht, nach dem Motto, ja, das Kind wird dann schlechte Werte haben oder ja, das könnte gefährlich sein fürs Kind, die Herztöne oder bla bla bla. Also es wird immer irgendetwas gesucht, wo einem dann Angst gemacht wird. Und vor allem als Erstgebärende ist es der Fall, dass man da voll und ganz auf das Krankenhaus, den Arzt oder die Hebamme vertraut, weil man ja selber quasi neu in dieser Sache ist und man hat sowas noch nie gemacht. Man weiß gar nicht, was da überhaupt passiert mit einem. Man kennt sich nicht aus, obwohl man ja eigentlich ja schon so gewisse Dinge über eine Geburt weiß, dass halt die Presswehen kommen und oder man allgemein Wehen hat. Aber trotzdem ist halt einfach zu wenig Information vorhanden, sodass man die komplette Verantwortung dann an den Arzt oder die Hebamme übergibt. So, und da finde ich es an erster Stelle schon mal falsch, einfach so blind da zu vertrauen, was die Ärzte sagen. Denn man hat sowas wie ein instinktives Verhalten bzw. so ein Urvertrauen in sich selber. Der Körper weiß am besten, was man selber braucht. Man sagt ja nicht umsonst, man selber ist der beste Arzt für sich, weil man selber auch spürt, wann man etwas braucht bzw. ob etwas richtig oder falsch ist. Und ja, da kommen wir jetzt einfach mal zu meiner Geschichte. Ich hatte ja bei meiner allerersten Geburt, hatte ich eigentlich kann man sagen, zwei Einleitungen. Und zwar war das so, dass ich quasi mir selber diese erste Einleitung gemacht habe, indem ich diesen Wehencocktail getrunken habe. Ich weiß nicht, ob das alle von euch kennen. Dieser Wehencocktail ist jedenfalls, ganz kurz gesagt, ein Cocktail, den man sich selber mischen kann mit gewissen Zutaten. Da mache ich aber nochmal ein separates Video, wie meine Erfahrungen damit sind. Ja, und dieser Wehencocktail soll, wie man es schon im Namen hört, soll die Wehen antreiben und soll dafür sorgen, dass die Geburt quasi vorangeht und beschleunigt wird. So, und diesen Cocktail habe ich aufgrund von anderen Informationen oder von anderen Leuten, die mir die Information weitergegeben haben, habe ich mir selber diesen Cocktail zusammengemischt, weil ich quasi wirklich einen Tag vor Entbindungstermin war und ich dachte mir, okay, ich dachte irgendwie, es geht früher los und dem war aber nicht so, aber mir war halt einfach unklar,
was so ein Cocktail bewirkt. Also ich dachte, ach, der wirkt bei mir eh nicht, deswegen ich nehme den einfach mal und vielleicht hilft er mir quasi, dass das irgendwann demnächst dann mal losgeht. Und dann habe ich das gemacht, habe diesen Cocktail ordnungsgemäß eingenommen, so wie man das machen soll. Und natürlich ohne Hebamme, ohne Arzt, gar nichts. Ich hatte noch nie eine Hebamme. So, und nachdem ich den Cocktail dann getrunken hatte, der ziemlich ekelhaft war, meiner Meinung nach, dann war das auch so, dass quasi meine Fruchtblase am nächsten Morgen geplatzt war. Es wird ja einem so gesagt, ja, wenn die Fruchtblase platzt, muss man sofort ins Krankenhaus, was eigentlich völliger Blödsinn ist. Also, ja, es gibt, aber egal, das ist nochmal ein anderes Thema. Es gibt wirklich viele Sachen, was einem von Ärzten oder Hebammen oder weiß ich nicht was gesagt wird, was man einhalten sollte, aber was eigentlich völliger Quatsch ist. Es war halt meine erste Schwangerschaft, meine erste Geburt. Deswegen habe ich komplett den Ärzten und Hebammen und dem Krankenhaus vertraut. Nachdem wir im Krankenhaus angerufen hatten, sind wir deswegen dann halt einfach ins Krankenhaus gefahren, weil es uns so gesagt wurde. Im Krankenhaus angekommen war das dann so, dass meine Wehen einfach nicht da waren. Es war einfach gar keine Wehentätigkeit. Und ich wurde aber trotzdem schon direkt an einen Wehentropf gelegt und das war halt wirklich von Anfang bis Ende war das eigentlich nur eine Quälerei. Die Geburt ist trotzdem in meinen Augen sehr gut verlaufen für eine erste Geburt, aber ja, ich glaube, es hätte besser laufen können. Das ist mein Gedanke. Ja, ich musste dann wirklich, ich glaube, alle 2 Stunden, musste ich an CTG dran für eine halbe Stunde oder für 40 Minuten. Ja, dann durfte ich ein bisschen rumlaufen oder bin aufs Zimmer gegangen und von dort aus wieder halt alle 2 Stunden zum CTG. Dann irgendwann um 18 Uhr, also wir sind ungefähr um 8 Uhr sind wir zum Krankenhaus gefahren, morgens. Und um 18 Uhr, also wirklich 10 Stunden später, wo ich die ganze Zeit schon am CTG war, diesen Tropf bekommen habe und wirklich immer diese Lauferei hin und her, vom Kreißsaal aufs Zimmer, vom Zimmer nach draußen, von draußen wieder in den Kreißsaal und bla bla bla. Von da aus wurde mir um 18 Uhr angeboten, die Wehen voranzutreiben, indem ich eine Einleitungstablette bekomme. Ich habe da auch erstmal, also ich hatte eigentlich schon so ein ungutes Gefühl, aber ich dachte mir, ja okay, komm, vertrau mal auf die Hebamme, die wird es schon wissen. Und mir wurde auch die ganze Zeit eingeredet, ja, es ist auch gefährlich, wenn die Fruchtblase die ganze Zeit offen ist und dann können Bakterien zum Kind reinkommen. Wiederum wurde mir aber auch gesagt, was eigentlich jetzt im Nachhinein total widersprüchlich ist, dass ich ja am Wehentropf sowas wie ein Antibiotikum habe oder bekomme, was halt diese bakterielle Infektionen verhindert, damit halt die Fruchtblase offen bleiben kann. Also es war irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Wie gesagt, ich habe den Ärzten und Hebammen total vertraut. Ich habe einfach das gemacht, was sie mir gesagt haben. Ich habe zwar schon so ein bisschen nachgefragt, okay, und wofür brauche ich das? Wofür soll ich jetzt diese Tablette nehmen? Es könnte doch sein, dass es jetzt gleich alleine losgeht. Vor allen Dingen, ich hatte schon so ein paar Wehen, aber die waren den Ärzten anscheinend nicht regelmäßig genug. Aber es hätte sich ja eigentlich, wenn ich so im Nachhinein überlege, hätte sich das ja auch alleine aufbauen können. Man weiß es ja nicht. Ja, und schlussendlich habe ich dann ja gesagt zu einer halben Dosis. Das müsst ihr euch auch mal überlegen. Es war nur eine halbe Tablette. Normalerweise kriegen die meisten direkt eine ganze Tablette und boah, da will ich echt nicht wissen, wie das da verläuft. Auf jeden Fall, diese halbe Tablette war schon, ehrlich gesagt, der pure Horror für mich. Und ich bin eigentlich, was Geburt angeht, jetzt nicht so die schmerzempfindlichste. Also ich bin eigentlich schon sehr schmerzunempfindlich, was das angeht.
Ich finde halt, so richtige Schmerzen sind bei mir eher sowas wie Zahnschmerzen. Also das finde ich schlimm, weil es halt so Nervenschmerzen sind. Aber ich finde so Geburtsschmerzen, die kann man eigentlich sehr gut ertragen, weil man weiß, sie gehen gleich wieder weg. Jedenfalls kam dann irgendwann, ich glaube um 11:45, also kurz vor Mitternacht, kam dann wirklich von jetzt auf gleich, von 0 auf 180, ja, kam Wehen, wo ich mir dachte, oh mein Gott, ich sterbe jetzt. Also so ein, ich hatte wirklich vorher nur so, ich habe nicht mal wirklich, ich hab ehrlich gesagt nicht mal was gemerkt. Es war nur so ein ganz leichtes Ziehen, aber ich konnte alles machen wie vorher. Also es hat man gar nicht bemerkt, es hat mich auch gar nicht beeinträchtigt. Das war weniger als Periodenschmerzen. Also es war wirklich gar nicht schlimm. Ja, ich glaube 11:45 Uhr hat es dann auf einmal schlagartig angefangen. Und diese Wehen haben mich so weggehauen, weil ich plötzlich, ja, es waren, also wirklich jetzt ernsthaft, es waren schlimmere Wehen als diese Übergangswehen. Also man sagt ja, diese Übergangswehen sind eigentlich die schlimmsten bei der Geburt, weil das ist halt der Übergang von Eröffnungsphase zu Presswehen. Und das ist auch wirklich immer dieser Moment, wenn Frauen sagen, oh mein Gott, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht, ich will nicht mehr, ich will jetzt aufhören oder ich will einen Kaiserschnitt oder ich will PDA oder sonst was. Also es ist wirklich so ein kurzer Punkt, so ein kurzer Moment, der Gott sei Dank auch nicht lange anhält, wo die meisten Frauen aufgeben wollen und sagen, okay, nein, stopp, hört jetzt auf damit, ich will einfach nicht mehr. Und diese Wehen waren schlimmer als diese Übergangszeit oder als diese Übergangswehen. Und diese Wehen ging dann 2,5 Stunden lang und ich dachte echt, ich verrecke. Also das war echt nicht schön. Es ist keine schöne Erfahrung gewesen, aber trotzdem bin ich froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, weil ich jetzt einfach diesen Vergleich habe und euch davon berichten kann. Ja, es war jedenfalls so, dass ich total diesen Tunnelblick hatte. Ich war gar nicht richtig anwesend. Mir kam es eher vor, als wenn ich die ganze Zeit ohnmächtig wurde. Und dann irgendwann bei einer Wehe aufgewacht bin und die irgendwie versucht habe wegzurubbeln an meinem Rücken, also an meinem Steißbein. Und ich weiß nicht, also ich kann mich auch so wenig daran erinnern, halt nur an die Schmerzen, aber nicht, also ich hatte gar kein Zeitgefühl, mir kam es einfach unendlich vor, das weiß ich noch. Wiederum aber auch, war ich irgendwie wie weg. Also es war ein ganz, ganz, ganz eigenartiges Gefühl. Ich könnte mir vorstellen, ich habe Gott sei Dank noch nie die Erfahrung gemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass K.O.-Tropfen sich so anfühlen. Es war ein sehr, sehr, sehr unangenehmes Gefühl von absolut gar keiner Körperbeherrschung. Ich war irgendwie anwesend und konnte aber auch nicht sagen, was ich brauche oder was mir wehtut oder wie man mir helfen kann. Und ich war dann noch auf dem Zimmer. Also ich war nicht mal in der Lage, zum Kreißsaal zu laufen. Ich habe es dann im Nachhinein doch noch geschafft, frag mich nicht wie. Ich glaube aber auch nur mit Hilfe von meinem Mann, weil er hat mich wirklich schon so quasi über seine Schulter genommen und hat mich fast schon dahin getragen. Also es war wirklich, wirklich nicht schön. Ja, wie gesagt, also in den Wehenpausen, die Wehenpause war, glaube ich, nur 1 Minute. Und in dieser Wehenpause war ich quasi wie ohnmächtig und bin direkt eingeschlafen. Und als ich aufgewacht bin, war halt wieder die nächste Wehe da. Und die ging gefühlt 5 Minuten, ja. In echt ging sie wahrscheinlich nur 1 Minute. Aber vom Gefühl her waren es wirklich wie 5 Minuten und nur 30 Sekunden Pause oder so. Ja, ich war wirklich so K.O. Das hat mir so viel Kräfte geraubt. Das war wirklich echt krass. Ja, und das war meine Erfahrung dann mit dieser Einleitungstablette. Also, wenn man mal überlegt, es war wirklich nur eine halbe Tablette
Und ich hatte ja noch Glück, die meisten Einleitungen, die gehen wirklich über Tage. Ich habe auch wirklich mit vielen Frauen darüber gesprochen, die auch eine Einleitung hatten. Und bei vielen, wirklich bei dem größten Anteil an Frauen, ging das so, dass es über mehrere Tage hinausging. Und wenn ich mir vorstelle, solche Horrorwehen, die waren wirklich schon für diese 2,5 Stunden kaum auszuhalten. Und das aber dann über 2, 3 Tage und dann noch das im Krankenhaus zu überleben irgendwie, das klingt für mich ehrlich gesagt unmöglich. Da kann ich es total nachvollziehen, warum sich Frauen dafür entscheiden, dann letzten Endes einen Kaiserschnitt zu machen, weil es einfach nicht natürlich ist und sowas auch nicht von der Natur gemacht ist, dass eine Frau sowas aushalten muss. Wie gesagt, die schlimmsten Wehen sind ja tatsächlich diese Übergangswehen und die gehen wirklich nur kurze Zeit. Das sind vielleicht 1 oder 2 Wehen, die wirklich so schlimm sind. Und dann hat man es eigentlich schon geschafft, weil dann kommen die Presswehen und die Presswehen, die dauern meistens auch nicht lange. Und ja, da macht der Körper theoretisch auch schon eigentlich alles alleine. Deswegen finde ich persönlich, würde ich keinem raten, eine Einleitungstablette zu nehmen oder Einleitungsgel oder was auch immer, alles, was mit Einleitung zu tun hat, würde ich allen davon abraten, das zu machen, weil ich bin der Meinung, das Kind weiß, wann es kommen soll, es entscheidet selber und selbst bei mir, ich habe einen super, super, super tollen Frauenarzt, ich bin so zufrieden mit ihm, er hat bisher immer alles richtig gesagt und hat mir nie unnötig Angst gemacht, hat mir immer die Angst genommen. Also ich bin wirklich top zufrieden mit diesem Frauenarzt. Und dennoch ist er ja nur in diesem Beruf gelernt. Er kann nur das sagen, was in Büchern steht oder was ihm beigebracht wurde. Aber er selber hat ja keine Kinder geboren. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist ja nochmal was anderes, ob man Erfahrungen hat oder ob man selber dieses Gefühl hat, oder hatte, oder ob man es einfach nur laut Berichten oder laut irgendwelchen Büchern anderen vermittelt. Und deswegen kann ich meinem Arzt auch gar nicht sauer sein, dass er sich eigentlich bisher immer verschätzt hat, was den Geburtstermin angeht. Das kam natürlich dann erst bei der Geburt heraus. Wenn das Kind viel Käseschmiere hat zum Beispiel, dann bedeutet das, dass das Kind früher gekommen ist, als der Entbindungstermin ausgerechnet wurde. Und wenn das Kind dementsprechend wenig Käseschmiere hat, dann sagt man, dass das Kind nach dem Termin gekommen ist, also nach dem errechneten Termin. Und zum Beispiel jetzt bei meiner letzten, also bei Bella, da ist es so, die hatte total, also jetzt nicht total viel Käseschmiere, aber im Gegensatz zu meinen anderen beiden, hatte sie schon recht viel Käseschmiere und ich war aber 8 Tage drüber und ich dachte mir so, oh, endlich ist sie draußen und dann meinte die Hebamme so, hä, okay, bist du über dem Termin? Habe ich gesagt, ja, ich bin acht Tage über dem Termin und dann hat sie mir gesagt, komisch, also dann hat der Arzt sich verrechnet, weil normalerweise bedeutet das, wenn das Kind viel Käseschmiere hat, dann wird es wohl so sein, dass das Kind sogar zu früh auf der Welt ist. Dementsprechend, ihr lieben Schwangeren, lasst euch nichts einreden, wenn einer euch etwas einreden will, von wegen, ja, du musst doch einen Kaiserschnitt machen oder du musst doch eine PDA nehmen. Du musst gar nichts. Du machst nur das, wo du dich am wohlsten fühlst. Wenn du auch sagst, ich will gar nichts mit einer natürlichen Geburt zu tun haben, ich will das gar nicht erleben, sondern ich will einen geplanten Kaiserschnitt, dann ist das auch in Ordnung, weil du tust das, was du für richtig hältst. Und wenn du das so für richtig hältst, dann wird das schon richtig sein. Wenn du der Meinung bist, ja, ich möchte eigentlich mein Kind zu Hause gebären, als Hausgeburt, ja, und alle dir davon abraten, weil es doch zu gefährlich sei oder weil du das Kind ja dann keine Ahnung, weil das Kind eventuell sterben könnte oder weil du verbluten könntest oder was weiß ich, dann hör nicht auf die anderen, hör immer nur auf dein Gefühl, dein Bauchgefühl sagt dir, was richtig ist. Und meine persönliche Empfehlung ist, wenn einer dir sagt,
ja, es wäre jetzt mal an der Zeit, das Kind einzuleiten, aus welchen Gründen auch immer, dann würde ich erstmal sagen, nein, 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 weil ich will dem Kind erstmal Zeit geben. Wer weiß, vielleicht hätte es sich am nächsten Tag selber auf den Weg gemacht oder in 2 Tagen oder in 3 Tagen. Man kann es ja nicht wissen. Vorausgesetzt, man ist in einem guten, gesunden Zustand, sowohl die Mutter als auch das Kind, das muss natürlich gewährleistet werden. Aber wenn nichts dagegen spricht und du und dein Kind gesund seid, ja, warum soll man eine Einleitung machen? Das verstehe ich nicht. Und lasst euch da wirklich keine Angst machen. Das ist alles nur, ja, es wird einem einfach nur Angst gemacht, unnötig. Weil wir Frauen, wir sind dazu in der Lage, Kinder zu kriegen und wir sind dazu in der Lage, sogar Zwillinge zu kriegen, natürlich. Nur weil es heutzutage so ist, dass die Kaiserschnittrate so hoch ist oder dass die PDA-Rate so hoch ist, ja, dass so viel Schmerzmittel genommen wird oder gegeben wird. Nur weil das so aktuell ist, heißt es nicht, dass wir Frauen nicht dazu in der Lage sind, nur weil die meisten Frauen das so machen. Wir müssen ja nicht das tun, was die meisten Frauen machen, nur weil die anderen Angst haben. Wir müssen einfach wieder versuchen, uns selber zu vertrauen. Unser Körpergefühl zeigt uns, was richtig ist. Und wenn wir der Meinung sind, okay, irgendetwas fühlt sich komisch an, ich würde mich lieber wohlfühlen, wenn ich jetzt doch lieber zum Krankenhaus fahre, dann macht das. Aber wenn ihr der Meinung seid, nein, ich will keine Einleitung oder ich will jetzt nicht zum Krankenhaus fahren, sondern ich will meine Wehen, keine Ahnung, zu Hause haben oder was auch immer, ja, egal was für ein Empfinden ihr habt, folgt immer eurem Gefühl und das wird dann immer das Richtige sein. So, ihr Lieben, ich glaube, ich habe jetzt genug gequatscht. Das war jetzt einfach mal meine Erfahrung zum Thema Spontangeburt bzw. Einleitung. Wie gesagt, ich hatte halt eine Einleitung, das war meine erste Geburt. Ich bin froh, dass es nur bei einer geblieben ist und ich das nie wieder mehr gemacht habe. Alle beiden anderen Geburten und jetzt auch die vierte Geburt, das werde ich nicht mit einer Einleitung machen. Aber wie die vierte Geburt wahrscheinlich sein wird oder wie ich es plane, da mache ich noch mal ein extra Video. Da könnt ihr auch sehr gespannt drauf sein. Ich glaube, dass das auch ja, es finde ich einfach ein wunderschönes Thema. Schaltet da auf jeden Fall mal ein. Wenn das Video dann online ist und ich das gedreht habe, werde ich das dann unten in der Infobox verlinken. Also je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut, schaut euch gerne auch dann das Video an, was ich dann irgendwann mal demnächst drehen werde. Ja, und hört auf euch selber, ihr Lieben. Das wird immer richtig sein und lasst euch keine Angst machen von anderen Leuten, egal ob es jetzt die Familie ist, die Mutter, die schon vielleicht 5 Kinder hat und erfahrener ist als ihr, oder die Tante oder die Oma oder ein Arzt oder eine Hebamme, wer auch immer. Ihr habt immer recht, wenn euer Gefühl das so sagt, dann ist es auch richtig so, weil es kann keiner besser beurteilen, was zu tun ist oder wie ihr euch am besten fühlt als ihr selber. Deswegen, ich wünsche allen Schwangeren da draußen eine wunderschöne Traumgeburt, eine leichte Geburt mit viel Kraft, mit viel Wohlbefinden und ja, dass ihr alle eine wunderschöne Geburt erleben könnt. Dass ihr gesund seid, dass eure Kinder gesund sind und somit verabschiede ich mich von euch. Und hoffe, das Video hat euch irgendwie geholfen oder auch gefallen. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!